Hallo, hey und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 11, Streiter des Schicksals. Wir haben im letzten Part sowohl Runde 2 als auch das Halbfinale gewonnen. Allerdings haben wir dann im Finale ordentlich auf die Mütze bekommen. Ja, der Opa und die nette Dame haben uns ziemlich hart rangenommen. Ich habe mir jetzt für den zweiten Versuch eine neue Strategie überlegt. Und zwar werden wir wieder auf den Block gehen und werden dann einfach die ganze Zeit heilen, heilen, heilen und in Verteidigungsstellung gehen. Dass wir weniger Schaden bekommen. Wir versuchen so viel wie möglich es geht zu parieren, uns gegenzuheilen und warten dann einfach, bis dem Opa die MP ausgehen, bis er einfach nicht mehr zaubern kann. Und dann schlagen wir zurück. Dann nehmen wir erst die wie heißt die, Jade, ne, glaube ich. Die Jade aus dem Rennen. Aber dann ist halt mehr oder weniger nur noch ein 2 gegen 1. Weil dann kann der Opa uns halt nur noch mit seinem Stab kitzeln und das sollte uns nicht allzu sehr kümmern. Das ist der Plan. Mal gucken, ob es funktioniert. Auf geht's. Zweiter Versuch. Let's do it. Ladies and Gentlemen. That's right. Invincibles, if you please. Das kennen wir schon. Auf geht's. Okay, ihn treten ist schön. Block. Block halt auch, Mann. Okay, no risk, no fun. Ich gehe in Verteidigungsstellung und hoffe, dass er mir eine Arznei zuwirft. Perfekt. Auf ihn auch schön. So, das ziehen wir jetzt durch, bis ihm die MP ausgeht. Geblockt, sehr schön. Da er weiterhin schläft, werden wir jetzt einmal heilen müssen. Die Heals sind halt echt nicht gut, ne? 33. Okay, er ist wieder wach, sehr schön. Oh, jetzt kommt wieder der Aua-Fußtritt. Okay, das meiste ging auf ihn, perfekt. Einmal blocken. Tritt ihn. Alles gut. Hau ihn so viel du willst. Auch wieder auf ihn. Perfekt. Nice. Wir haben halt im letzten Fight echt viel abbekommen von den Zaubern und Tritten und alles. Jetzt verteilen sie das meiste mehr auf ihn. Genauso wie das Gan wieder. Sehr schön. Könnte funktionieren. Einmal heilen. 29, Mann. Das hat echt keine guten Heals. Aber solange sie ihn treten, alles cool. Sehr schön. Aber Strategie bleibt die gleiche. Damit fahren wir bis jetzt ganz gut. Okay. Block. Auf ihn, sehr schön. Okay, läuft gut bis jetzt. Dreimal Gain auf ihn, nice. Okay, also ich glaube, wir hatten im letzten Fight einfach nur ein bisschen Pech gehabt mit der Verteilung der Angriffe. Das sieht jetzt wesentlich besser aus. Aua. Komm, hat das gesagt. Nicht auf uns. Nein. Bleib wach, bleib wach. Er hat keine MP mehr. Alles klar. Okay. Jetzt nur noch am Leben bleiben. Und zurückschlagen.
Und sie greift nicht an. Perfekt. Nochmal heilen. Okay. Ja, hier. Das macht halt nichts. 2 Damage. So, er ist also aus dem Rennen. Und jetzt schlagen wir zurück. Perfekt. Angriff! Auf dem anderen. Auf die andere, meine ich. Oh, beide schon gelb. Okay. Das sieht gut aus. Das könnte jetzt wieder wehtun. Aber heil mich, bitte. Okay. Okay, wir müssen eine Runde aussetzen. Ist okay. Warum macht er bei mir 17 Schaden und bei ihm nur 2? Als ob meine Verteidigung so grottenschlecht ist. Bam! Okay. Sehr schön. Finish! Jawohl. Das haben wir, Guys. Die Strategie ist perfekt aufgegangen. Ich glaube wirklich, dass wir einfach im letzten Fight echt Pech hatten mit der Verteilung der Angriffe. Nice. Was? Die kennt uns jetzt auch auf einmal? What in the w- It can't be. Can it? Caught you napping, old man. Der Dropkick. You too? What's with everybody all of a sudden? Not that I'm complaining. You're up, partner. Ay. We have a winner. Vince Vanquish has done it again. Also es wäre mir lieber gewesen, wenn wir da mit einem Versuch durchgekommen wären, ehrlich gesagt, aber ist okay. The Invincibles take the final! And what a final it was! Stick around for the award ceremony, folks! We did it, man. We won. It wasn't easy, though, huh? That was the toughest tournament yet. Thanks for seeing it through with me, partner. Hey, the grand prize is something called the Rainbow. Word is, it's worth a bunch of dough. How about we sell it and split the... Sag doch, hätte dieses Zeug nicht trinken sollen. Hör doch einfach auf mich. Hey, Glückwunsch. Das war eine unglaubliche Vorstellung da draußen. Die Sache mit Tom ist natürlich sehr schade. Aber es heißt, dass er nicht zu lange außer Gefecht sein sollte. Vermutlich fordern einfach all die Jahre als Kämpfer ihren Tribut. Jedenfalls wird die Preisverleihung so lange verschoben, bis er wieder auf den Beinen ist. Sieht so aus, als bliebet ihr uns noch etwas länger erhalten, Champion. Die Turnierleitung hat dafür gesorgt, dass ihr in der Herberge kostenlos übernachten könnt. Warum ruht ihr euch nicht etwas aus? Nee. Es gefällt mir nicht, wie die Dinge ihren Lauf nehmen.
wette mit euch, das hat was wegen diesem Zeug von sie, mit diesem Zeug zu tun, was der da die ganze Zeit suppelt. Allein schon, wie die Flasche aussieht, das ist schon so, don't do it. Naja, werden wir bestimmt früher oder später rausfinden. Oh, hallo. Ich habe von der Sache mit Tom gehört. Wir sind alle ziemlich geschockt. Hört mal, die Turnierleitung hat etwas Geld zur Verfügung gestellt, damit ihr heute kostenlos übernachten könnt, nach allem, was passiert ist. Wollt ihr schon auf euer Zimmer gehen? Oh. Gut, dann zeige ich euch jetzt euer Zimmer. Erholt euch nur gut, ja? Ich will nicht, dass es euch wie eurem Partner ergeht. Ach, wat? Wir nehmen ja nicht dieses komische Zeug da. It's me, Rob. I need a wee word with you. Can I come in? Ja. Ach. Just you in here, eh, laddie? I was hoping to speak to your pals, too. Could you ask them to join us? It's Jade. The lassie I was fighting with in the tournament. She's missing. I've looked all over town, but she's nowhere to be found. Oh nein, nicht sie auch noch. I can't help but worry she's got herself caught up in something. Will you help an old man look for his wee friend? Ja, sicher. Machen wir. You're a star. With yourself and your pals here to help, I'm sure we'll find her in no time. Right. The last place anyone saw her was over by the orphanage. Let's start there, shall we? Da hätte ich auch als erstes nachgesucht, ohne dass du es mir gesagt hättest. Ich habe da so eine ganz, ganz schlechte Vermutung. Oh nein. Kein Plot-Twist. Es wird darauf hinauslaufen, 100 Pro. Offensichtlicher geht's ja wohl kaum. Was mit euch los? Das ist übel, Herr Tripscher. Ganz furchtbar übel. Tommy ist nicht hier. Er sollte eigentlich schlafen, aber er ist fort. Und unten im Garten ist auch etwas ganz Merkwürdiges passiert. Unten im Garten? Da, wo gar nichts war? Hätte ich mir ja denken können, dass es da nicht umsonst so runtergeht und dann hier Garten? Ike. Oh! Oh, okay. Herr Tritscher, ihr müsst mir zuhören. Als wir bemerkt hatten, dass Tommy verschwunden war, haben wir das ganze Waisenhaus durchsucht. Das Einzige, was wir dabei gefunden haben, war eine Treppe, die unter die Erde führt. Keiner von uns hat sie je zuvor gesehen. Meint ihr, er ist vielleicht dort runtergegangen? Was meint ihr, wo die Treppe wohl hinführen könnte? Hä? Okay. Bisschen steil. Ah, nee. Jetzt suchen wir ihn. Höhlen unter Zwistambul. Jetzt suchen wir ihn, werden wir ihn irgendwann finden. Und dann hat er die ganzen Kämpfer abgezogen oder außer Gefecht gesetzt. Und hat dafür diesen komischen Trank bekommen und... Ich seh's doch schon kommen. Was denn? Oh mein Gott. What? Okay. Bisschen größer als gedacht. Moin! Drakolyten. Klingt nach einer schlimmen Krankheit. Und sie hassen Veronica angeblich. Anscheinend. Rionaldo. Feuriges Solo. Ach, wobei, er hat jetzt eine Peitsche an, ne? Könnten eigentlich ja mal damit angreifen. Die übrigens super zu ihm passt, by the way. Also Gritz ist halt auch nicht bad als Damage Spell. Plop. Oh.
Nice. Not bad at all. Wait. Gespinst, okay. Scheint, als wäre hier schon länger keiner mehr unten gewesen. Da kommen wir nicht hoch? Nope. Bleh. Aus den Spinnen! Ein Gift-Zombie. Der sollte kein Problem sein. Pow! Veronica wins again. Gibt's hier was Schickes zum Looten? Nö. Einmal ducken. Oh, nein, nein. Euch haben wir schon. Wollten nämlich nur das hier haben. Klumpensilbererz. Sehr schön. Bin schon wieder weg. Gift-Zombies haben wir auch schon gehabt. Achso, okay. Ich dachte, es wären neue Gegner. Nein! Die Spinnenweben, Mann! Die blocken! Okay, er läuft einfach durch den anderen Zombie durch. Man kennt. Oh, okay. Er hat den einen verfehlt. Warum? Oh no. Okay, übertreib. Angriff. Aber gegen Gift haben wir ja zum Glück was dabei. Gegenstände. Lass mal gucken. Irgendwo hier gegen Gift. Einmal das. Zack. Da ist auch noch eins. So, und dann bitte einmal heilen. Perfekt, und dann könnten wir eigentlich Erik mal wieder reinholen, oder? Wie wär's? Dafür schicken wir mal Rionaldo auf die Ersatzbank. Hat schon lange nicht mehr gekämpft. Hat er sich verdient. Was ist das denn für Zeug? So, wir gehen erstmal da lang. Das ist nämlich eine Sackgasse. Heißt entweder Loot oder RIP. Hier, Metallmeisen. Ach nee, Stahlspatzen, stimmt. Auch aus Dragon Quest 8 bekannt. Aber die brennen ganz gut, habe ich gehört. Oh, doch nicht.
Doch nicht so wirklich. Aha, jetzt machen wir mit Triptcha mehr Schaden als mit Erik. Let's go! Oh. Down. So, gucken wir mal, ob wir was finden. Müssen nicht mehr so viel Spinnenweben sein. Einen Meucheldolch. Hallo. Meuchmörder greifen immer wieder gern zu dieser Waffe, die einen Gegner augenblicklich töten kann, wenn sie die richtige Stelle trifft. Okay. Ja. Schaden mehr, nehmen wir. Anlegen bitte. Dafür geht der erstmal in den Beutel. Aber wir können ja auch bald mit zwei Dolchen rumlaufen. Von daher werden wir den früher oder später, denke ich, wieder ausrüsten. Falls wir bis dahin nichts Besseres gefunden haben. Da. Boah. Ich ahne Schlimmes, wenn ich ehrlich sein soll. So viel Spinnenweben hier, das schließt, glaube ich, auf 1 zurück. Boss? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Ich bin gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich beende den Part erstmal an dieser Stelle. Denke mal, im nächsten Part werden wir hier die Höhle weiter erkunden, looten und vielleicht kommen wir ja schon beim Boss an. Wenn es denn einen Boss gibt. I don't know. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.